Ich möchte nämlich einen dringlichen, ich wiederhole, einen dringlichen Appell an den Wissenschaftsminister dieser Republik richten, diesem Treiben der linksextremistischen Kräfte auf der Universität endlich ein Ende zu setzen. Ja? Also ich weiß nicht, was dieser antifaschistische Mob da noch alles anrichten muss, bis sich einmal irgendjemand bemüßigt fühlt, hier auch durchzugreifen. Also ich glaube nicht, dass es wirklich wünschenswert ist, in einer Republik, die sehr viel Wert darauf legt, den Hass zu bekämpfen, die Meinungsfreiheit hochzuhalten und so weiter. Das hören wir ja in all diesen Sonntagsreden, ob das dann wirklich wünschenswert ist, wenn ein Universitätsprofessor, dem man nichts anderes vorwerfen kann, als dass er kein Linker ist, seine Vorlesungen nicht ungestört abhalten kann. Und wie kommen eigentlich die Studentinnen und Studenten dazu, sich von diesem linken Mob da permanent anpöbeln, beleidigen und vielleicht sogar noch attackieren zu lassen? Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und da ist der Herr Heinz Fassmann jetzt einmal gefordert, ich möchte einmal sagen, vom ersten Gang, mit dem er meistens unterwegs ist, vielleicht einmal in die zweite oder dritte hinaufzuschalten und seine Bedächtigkeit abzulegen und hier einmal Mode zu machen im Bereich der Universität. Und dann sage ich Ihnen auch etwas, dieser Appell richtet sich an die Frau Minister Zadic, die ja jetzt vielleicht, auch wenn sie mit offenen Augen durch die Welt geht, merkt, dass sie nicht das einzige Zielobjekt von Angriffen und von Hassattacken ist. Auch der Herr Professor Höbelt ist ein solches, um nur ein Beispiel zu nennen. Da kommt der Hass dann halt von der anderen Seite. Der hat allerdings keine Kobra, die ihn dann auf Schritt und Tritt begleitet am Weg in den Hörsaal. Aber ich fordere die Frau Minister Zadic dann auch auf, die Lücke, die es offenbar gibt, im Regierungsprogramm zu schließen, die nämlich darin besteht, dass der Linksextremismus, den wir da leider erleben müssen, auch auf universitärem Boden, dass der dort auch eine entsprechende Aufnahme findet und dass man auch ein Bekenntnis der Regierung zur Bekämpfung des Linksextremismus vielleicht noch im Regierungsprogramm verankert. Ansonsten hätte man ja das Gefühl, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird und dass sozusagen der Hass, der von links kommt, in gewisser Weise dann auch noch ein Regierungszertifikat bekommt und als gut und als positiv eingestuft wird.